Der erste FC Köln kann doch noch gewinnen. Nach zuletzt 6 Pflichtspielen in Folge ohne Sieg gab es heute einen 4:2 Heimerfolg gegen Hertha BSC. Und es waren vor allem 3 Faktoren, die heute den Ausschlag zugunsten der Kölner gegeben haben. Zum einen war es die Lockerheit. Das war ja etwas, das die Mannschaft in der Hinrunde ausgezeichnet hatte. Und auch heute konnte das Team von Trainer Peter Stöger endlich mal wieder mit der nötigen Lockerheit aufspielen. Zuletzt in Ingolstadt hatte das ja nicht so gut geklappt. Und Hertha wurde in der ersten Halbzeit förmlich überrollt von einem sehr spielfreudigen ersten FC Köln und dann auch folgerichtig mit einem 0:3 Rückstand in die Kabine geschickt. Der zweite Faktor zum Sieg, das war heute ein bärenstarker Timo Horn. Gleich mehrfach rettete der Schlussmann ganz stark heute seinen Patzer aus Ingolstadt in der letzten Woche. Den hatte er scheinbar vergessen, davon war zumindest nichts mehr zu spüren bei Horn. Und mehrfach auf der Linie gegen Vedad Ibisevic und Anthony Brooks zeigte er sich heute ganz stark, der FC-Schlussmann. Und der dritte Faktor, wie könnte es in diesen Tagen anders beim ersten FC Köln sein, war wieder einmal der Top-Torjäger, war wieder einmal Anthony Modest, der mit seinen 3 Toren die Hertha fast im Alleingang abgeschossen hat. Es waren seine Saisontreffer 20 bis 22 und damit hat er noch einen alten Rekord gebrochen. Er ist nämlich damit der beste ausländische Torschütze des 1. FC Köln innerhalb von einer Saison. Es gab da mal einen gewissen Toni Polster, der schaffte 21 Tore in einer Saison für den FC. Diese Marke hat Anthony Modest heute am 25. Spieltag der Saison, es sind also noch 9 Spiele zu spielen, schon geknackt. Bevor es aber in der Bundesliga weitergeht, gibt es erstmal eine Länderspielpause. Die Kölner können ein bisschen regenerieren und vielleicht kommt ja dann auch der ein oder andere verletzte Spieler wieder zurück. Und dann geht es mit einer ganz schweren Auswärtspartie weiter, nämlich mit dem Spiel beim Hamburger SV.